Es ist eine Illusion, dass das Leben nur so dahin plätschert. Was sich unter der Oberfläche tut, offenbaren die Filme von Ingmar Bergman. Selbst wenn sein Werk von Angesicht zu Angesicht mit der Einstellung einer Wasseroberfläche beginnt. Dies ist die Ruhe vor dem Sturm des alltäglichen inneren Aufruhrs. Wir wissen, dass etwas passieren wird und dass wir uns in dem Geschehen spiegeln werden, wie in diesem sanft dümpelnden Gewässer. Wenn man das tut, was Bergman so viele Figuren tun ließ, nämlich Zeit retrospektiv betrachtet, fallen viele Parallelen zwischen einzelnen Szenen auf. Das bedeutet, dass für uns die Sorgen nie aufhören werden. Aber dein Sohn darf sich zu Tode schuften. Ich bitte dich, du verdienst doch auch Geld. Dabei bist du weiß Gott vermögend. Was willst du mit dem vielen Geld anfangen? Gesagt ist gesagt, das muss man auch halten. Ewald wird das verstehen. Er respektiert die Haltung seines Vaters. Mag sein, aber er hasst dich auch. Bergman wurde bei der Arbeit von Leitmotiven angetrieben, wie andere Menschen im Traum von immer den gleichen Bildern verfolgt werden. Von ihm selbst ist ein vielsagendes Zitat überliefert. Film als Traum, Film als Musik. Keine Kunstform überschreitet unser Bewusstsein so, wie der Film es tut. Und direkt zu unseren Gefühlen, tief hinab in die dunklen Räume unserer Seelen geht. Manchmal kommt mir das alles vor wie ein Traum. Ja. Es ist nicht mein Traum, es ist der eines anderen, in dem ich mitwirken muss. Was geschieht, wenn der, der uns geträumt hat, aufwacht und sich schämt über seinen Traum? Jan und Eva Rosenberg! Mit diesem Wissen lässt sich das Ende von An die Freude aus dem Jahr 1950 mit anderen Augen sehen. Der kleine Sohn des Violinisten Stick lauscht der Musik des Orchesters. Doch wie man ihn so auf seinem Stuhl sitzen sieht, könnte es auch das Leben des Vaters sein, das er auf einer Kinoleinwand vor sich ablaufen sieht. Man könnte auch sagen, er entwickelt diesen Film gerade in der Dunkelkammer seiner Seele, um mit Bergman zu sprechen. Die Analogien von Orchester und Filmproduktion, von Musik und Bild, von Zusammenspiel der Instrumente und Dialog, von Realität und Traum, von Vergangenheit und Gegenwart. In dieser berührenden Einstellung fällt jedenfalls alles zusammen. Nicht zuletzt das Verhältnis von Schicksal und dessen Inszenierung. Was war passiert? Ganz banal. Sticks Ehefrau Martha ist bei der Explosion eines Campingkochers ums Leben gekommen. Typisch Bergman, dass er von diesem Moment der Katastrophe an Stick ihre Liebe in der Rückschau erleben lässt. Der Mensch kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber im Kino ist es möglich. Immer wieder spielt Bergman mit dieser Unterscheidung zwischen den Gesetzen des wahren Lebens und den Regeln des Films. Hinzu kommt die Spiegelung gesellschaftlicher Verhältnisse. Martha war die einzige weibliche Musikerin im Orchester. Ihre bloße Anwesenheit wird vom Orchesterleiter als unnatürlich bezeichnet. Nee, ich halte es nicht mehr aus, dieses jämmerliche Gejaule. Wir machen 10 Minuten Pause. Als Fremdkörper gerät Martha zum frühen Beispiel für die vielen komplexen Frauenrollen in den Filmen Ingmar Bergmans, mit denen er aus dem Rahmen seiner Zeit fällt. In einem Interview hat Bergman mal bekannt, es stecken viele Frauen in mir. Sag mal, wer bist du eigentlich? Was willst du eigentlich? Gar nichts. Gar nichts? Ich möchte mich am liebsten in ein Mauseloch verkriechen, damit mich keiner findet. Aber du bist doch nicht unglücklich. Man sieht's mir eben nicht an, wenn ich unglücklich bin. Ja, eigentlich haben wir jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, nur von mir gesprochen. Ich weiß von dir überhaupt nichts. Das ist vielleicht auch für uns beide besser. Ist ja Blödsinn, was du sagst. Du, Stieg, machst du dir etwas aus mir? Wie meinst du das? Seit einem Monat versuchst du bei mir zu schlafen. Wenn du nun deinen Willen bekommen hättest, würdest du dir noch was aus mir machen? Aber ehrlich und ohne jede Rücksicht auf mich. Siehst du, du weißt keine Antwort. Eine dieser Frauen ist die Hauptfigur von Die Zeit mit Monika aus dem Jahr 1953. Das Drama dreht sich um zwei junge Menschen zwischen unbändiger Romantik und Einstieg ins normale Leben. Hast du mal ein Streichholz für mich? Die Alte hat wieder keine. Ein Streichholz? Natürlich. Monika, die sich nichts gefallen lassen will, und Harry, der die Gewalt des Patriarchats in sich trägt.
Nach der Zeit der Ausgelassenheit und des Ausbruchs aus bürgerlichen Zwängen kommt es zur Schwangerschaft Monikas und zum Bruch. Nach dem wiederholten Aspekt der körperlichen Gewalt, ausgeübt durch den Mann, der sie später noch oft bei Bergmann findet, sind die Close-ups in Die Zeit mit Monika besonders beachtlich. Gerade gegen Ende mit der lichtverspielten Studie des Gesichts von Monika in der Kneipe. Das ist zum einen eine respektvolle Annäherung an eine unnahbare Erscheinung, fast schon eine femme fatale. Andererseits zeigt sich darin auch die Anklage der breiten Gesellschaft an diese aufmüpfige Frau. Im Übrigen nimmt die Sequenz die Ereignisse der kommenden 1960er Jahre geradezu gebündelt voraus. Monika stiehlt situierten BürgerInnen einen Braten, wird deswegen als Ratte bezeichnet, vorgeführt und für ihre Unangepasstheit schließlich verteufelt und mit Hunden durch den Wald gejagt. Ja, diese Szenen erscheinen in der Retrospektive visionär, was den eskalierenden Generationenkonflikt des folgenden Jahrzehnts angeht. Bergmann klagte immer wieder die Doppelmoral der Mehrheitsgesellschaft an. Das war so, dass ich schon als Kind immer allein war. Ich war kaum 5, da ist meine Mutter krank geworden. Und wie sie dann gestorben ist, da war ich 8. Ja, und Vater ist seit Mutters Tod ganz still und wunderlich. Kaum, dass er was sagt. Ja, und so saßen wir dann beide jeden Abend allein zu Hause und stierten uns an. Das ging jahrelang so. Bei uns ist es genau umgekehrt. Nicht eine Minute war ich allein. Ich hab dir doch erzählt, wie viele Kinder wir zu Hause sind. Und Vater trinkt gern. Und wenn er betrunken ist, dann prügelt er uns alle durch und macht ein Krakeel. Und ist doch ganz ulkig dabei. Dann war es bei dir auch nicht viel gescheiter. Monika, ich will jetzt abends pauken und lernen. Man kann nämlich auch ohne Schule Ingenieur werden, wenn man nur Ausdauer hat. Und ich hatte als Junge schon Interesse für Motoren. Ich habe mal den Bootsmotor von Vater ganz gemacht, das hätte er nie fertig gekriegt. Du, wenn du Ingenieur geworden bist, dann heiraten wir, ja? Na, seien Sie ganz ruhig, es passiert Ihnen ja nichts. Sie brauchen keine Angst zu haben. Habt ihr das Mikrofon, Kamera fertig? Nun kommen Sie mal mit, keine Angst. Wir möchten nur eine kleine Aufnahme machen für die Hörer in der Heimat. Warum sind Sie so störrisch? Wir tun Ihnen doch überhaupt nichts, hm? Wir möchten nur den Hörern zu Hause berichten, was das für Menschen sind, die wir befreit haben. Ja? Kamera ab. Stimmen der Befreiung, Nummer 78. So, Mikrofon. Ihr Name? Krieg und Korruption sind Themen von Bergmanns Film Schande aus dem politisch bewegten Jahr 1968. Und wie könnte es anders sein, handelt es sich bei den ProtagonistInnen um Mann und Frau. Beide sind MusikerInnen und ihre Geschichte, verstrickt in einen fiktiven Krieg, endet in einem Boot auf dem Meer. Da treiben die beiden nun, ohne Zukunftsperspektive. Das Übel ist längst an die Oberfläche gekommen. Sie sind umgeben von den Leichen toter Soldaten. Diese Handlungs- und Figurenkonstellation dürften heutige RegisseurInnen wie Ari Aster und Robert Eggers weiter unmittelbar beeinflussen. Schließlich ergeben sich bei Bergmann daraus Bilder, die einem nachgehen, wie wiederkehrende Träume oder eingängige Melodien und die einem zugleich nahe kommen wie Close-ups oder der Blick auf das eigene Spiegelbild. Ich schlief ein, aber im Schlaf verfolgten mich Träume und Vorstellungen. Sie waren aggressiv und demütigend. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass alle Traumsituationen etwas Faszinierendes hatten, dass etwas sich immer tiefer in mein Bewusstsein eingrub. Hast du dich im Spiegel gesehen? Nein. Dann will ich dir zeigen, wie du aussiehst. Du bist ein alter, ängstlicher Mann, der bald sterben wird. Aber ich habe das Leben noch vor mir. Sieh an, ich habe dich verletzt. Nein, du hast mich nicht verletzt. Doch, du erträgst die Wahrheit nicht. Und weißt du, was die volle Wahrheit ist? Ich habe in allem ständig viel zu viel Rücksicht auf dich genommen. Aber Rücksichtnahme ist nichts als Grausamkeit, die man nicht gewollt hat. Ja, ja, ich verstehe. Nein, du verstehst nicht. Wir reden in verschiedenen Sprachen.
Was ist euer Lieblingsfilm von Bergmann? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind gespannt. Lasst ein Abo da für mehr Videos über besondere Filme und die Menschen dahinter. Bis bald!